Butzbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ah, es geht. Oh, ich bin happy. Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Wurde ich eigentlich, guck mal, das Ding ist, ich switch so oft die Server, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich gebannt bin und wo nicht. Ich würde halt tatsächlich mal gucken, ob ich auf Five City gebannt bin. Ich weiß es halt nicht, ne? Aber noch sieht's gut aus, I guess. Es ist Five City. Five City. Sei geil. Ah, ja, ich erinnere mich. Das war der Server, wo die Fußball geguckt haben. Da habe ich gar nicht mal was Schlimmes gemacht, deswegen bin ich hier auch nicht gebannt. Da habe ich ja nichts Schlimmes gemacht. Imagine, irgendeiner hat das Auto aufgelassen. Okay, Mercedes-Fahrer, Respekt. Okay, die Leute sind schlau. Die Leute sind schlau geworden, nice. Hätte gerne mal die Reaktion auf das Eigentor gesehen. Fußball juckt mich null. Das interessiert mich halt legit kein bisschen, ne? Das ist mir sowas von scheißegal. Ich weiß nicht so, ich habe andere Sachen im Leben, auf die ich mich das ganze Jahr über oder die nächsten 4 Jahre so freuen kann. Kennt ihr diese Stifte, die du bei Aldi oder so kaufen kannst? So zum Aufploppen. Und da sind dann so 3 Farben drin und die kann man sich dann so in die Fresse schmieren. Und dann sitzen die halt so, die 16-jährigen Girlies auch, und machen dann Insta-Stories. Deutschland, ja. Das ist so cringe. Will ich nicht. Will ich einfach nicht. Hallo? Hallo, der Herr? Hä? Digga, was? Entschuldigung? Hallo? Hallo? Stopp, halten Sie an. Warum sehen Sie so zerdeppert aus? Können Sie mich hören? Gib mir dein Fahrrad, du... Tschüss. Können Sie mich hören? Grüß Sie, der Herr Winkler. Vielleicht. Mein Name ist Gabe Esther, schön, Sie kennenzulernen. Ach, Sie schon wieder. Sie haben nicht zufälligerweise irgendwo ein Fahrrad gesehen. Ja gut, hier ist ein Fahrrad, das ist jetzt aber meins. Tschüss. Hey. Ja, ich erinnere mich. Ey, warte, da vorne stehen Autos. Das sieht nicht gut aus da vorne. Guten Morgen, Herr Corps Officer. Hallo. Morgen. Alles okay oder brauchen Sie Hilfe? Ich brauche tatsächlich leider keine Hilfe gerade. Alles klar. Ich teste nur mal kurz, ja? Ich überprüfe nur. Sehr vorbildlich. Oh, Officer? Officer, das ist nicht vorbildlich. Warum lernen die das nicht? Irgendwann muss es doch mal, also das muss doch irgendwann mal den Leuten, die man einstellt im PD, gesagt werden. Schließt eure scheiß Autos ab. Schließt eure Autos ab. Es ist ja nicht gut. Einfach nicht gut. Ist nicht gut. Also ich weiß nicht, ob die das verstanden haben. Glaub nicht. Vielleicht musst du nochmal zurückfahren, sodass sie die Blutflecken sehen können. Es wird halt nichts, ne? Also, oh, jetzt geht... Ah, ne, das ist nur Medic. Oh, jetzt aber... Nee, nee, doch nicht. Ach Mann, das ist ja blöd. Wir stellen das ja einfach wieder hier hin. Wir haben das nie angefasst. Das stand die ganze Zeit hier. Ich würde halt gern wissen, wie ich meine Maske ausziehen kann. Och. Das ist ein Lamborghini, also. Ist das eigentlich nur bei mir so, wenn ich den ESC-Muskel drücke, dass ich dann nichts mehr machen kann? Ich kann nichts mehr machen. Bin wieder stuck. Ich steck fest. Ja, bis gleich. Bis gleich. Bruder, das ist Five City. Sehen Sie das da auch, diese Beschriftung an diesem Gebäude? Kleine Cox. Yeah. Stopp, warte mal, ist das Auto auf? Warte mal, ein Versuch ist es wert. Viel Glück. Man kann ja nie wissen. Wir haben gerade ein Upgrade gemacht. Cool. Warte, da stand eine Person auf dem Dach. Hallo? Entschuldigung, wie geht das? Kurze Frage, der Herr, einmal aussteigen. Einmal aussteigen. Nee. Oh, die sind schneller. Was? Warum denn knallen? Warum denn jetzt so. Warum Waffengewalt? Hallo? Was soll denn das? Hallo? Warum denn jetzt direkt Waffengewalt, Jungs? Moment, ich kann noch ein Stück. Das sind 2 Platten, also ich kann euch gerne noch einen dritten rausmachen. Raus da. Wird dir raten, da nicht einzusteigen. Ich sitz nur. Mann, ist das stressig alleine. Hilfe! Hilfe! Ich häng hier ein bisschen blöd. Ja, scheiße, ich wurde gerade weggeknallt. Das wäre jetzt ganz schön blöd, wenn einer von den beiden Zuschauern einfach den Wagen klaut. Das wäre richtig blöd. Können Sie mal gerade hier gucken an meinem Fuß? An meinem Fuß, da ist auch eine Wunde. Ach, alles gut, geht schon wieder. Dankeschön. Aua. Hä, was soll das denn? Hey, stopp. Hallo, stopp. Moment, was soll denn das? Was soll das? Oh wow. Ist jetzt meiner. Ich bin jetzt kein Polizist mehr, ich bin jetzt Medic.
Ach Mensch, was ist denn hey passiert? Sie sind noch kein Mediziner, oder? Ja, der Mediziner, der ist irgendwie schlafen gegangen, keine Ahnung. Ja, und deswegen fahren Sie mit seinem Auto rum, oder was? Ja, der saß bei mir drin, der ist schlafen gegangen. Sie haben doch vorher mein Auto geklaut, kann das sein? Officer, das ist nicht vorbildlich. Nein, nee, tatsächlich nicht. Ich bin eben erst aufgewacht. Sind Sie sich da sicher? Ich bin mir sehr sicher, ja. Fahren unter meiner Anwesenheit hier nicht mit Einsatzfahrzeugen. Mhm, okay. Ja, ich hätte gerne Ihre Dienstnummer. 137. Schließt eure scheiß Autos ab! Ey, was ist da denn? Digga, ah. Moritz, komm mal her. Moritz, komm mal her. Schau, kennt ihr Cisco? Ja, wer? Wer? Wen? Wen denn? Um wen geht's? Ich will das wissen. Hallo! Stopp! Um wen geht's denn? Hallo? Geh doch mal weg jetzt. Oh. Ah, ach Mann, danke für dein Interesse. Dadim. Unlucky. Sehr, sehr, sehr unlucky. Dann der nächste Server. Flylife Beta. 23 Leute. Uff. Flylife Beta, Jungs. Keine Allowlist. Das ist Flylife. Also. Guck mal. Ey, Jungs. Das hat gar nichts. Was los? Ey, verhaltet euch normal, bitte. Verhaltet euch normal, bitte. Das Ding ist halt, irgendeiner wird es immer basten. Irgendeiner denkt sich immer so, ich bin jetzt lustig, ich baste das jetzt, ne? Aber trotzdem, so, wir haben alle Spaß zusammen, okay? Oh, oh. Irgendeiner denkt sich immer so, ich bin jetzt lustig, ich baste das jetzt, ne? War der Nächste? Ich. Also hast du schon RP-Erfahrung? Ich habe sehr, sehr gute RP-Erfahrung. Also. Na, ich glaube Ihnen, dass dir das alles gut. Was willst du denn im Start hier machen? Spaß haben, hauptsächlich. Mhm. Wissen Sie schon, was für einen Job Sie machen wollen, oder? Also manchmal, ich habe schon vieles gemacht. Manchmal bin ich Medic, manchmal bin ich Polizist, manchmal auch Mechaniker so. Ich kann alles. Ja, alles gut. Aber was wollen Sie denn unbedingt machen? Also. Was hätten sie richtig Bock drauf? Polizist ist schon geil. Cop ist schon nice. Hast du das Regelwerk gelesen? Leicht. Hast du es gelesen oder nicht? Ich kann dir die Fragen beantworten. Ich weiß, was da drin stehen wird. Nee. Wie lange geht eine Schussankündigung? 15 Minuten. Wie viele Leute dürfen in einer Fraktion geraten. Sein? 20. Warte mal kurz. Scheiße, er guckt selber nach. Guckst du gerade selber nach? Ja. Durchlässt. Peinlich. Komm, jetzt pack mich einfach rein und gut ist. Ja, okay. Oh Mann. Scheiße. Ich habe das neue Regelwerk noch nicht durchgelesen. Passiert, ne? Passiert. Alles klar. Das sind keine Scheiße auf dem Server. Hä, ich doch nicht. Hm. Ach, scheiße. Schade. Oh nein. Ich wollte natürlich auch sagen, ich wünsche dir viel Spaß auf dem Server. Dankeschön. Du kannst runter zur Garage kommen, ich gebe ein Auto. Geil, danke. Das sind halt die Streamer-Perks. Frage, hat einer gesnitcht oder ist das Zufall? Was denn? Nee, alles gut, okay, alles super, danke. Wartest du auf deine Kollegen, aber ich habe keine... Nee, um Gottes Willen, alles gut. Um Gottes Willen. Tschüss. So einfach geht das? Ja klar geht das so einfach, natürlich. Action, Jungs. Deputy Chief. Ich wäre gern Cop. Was muss ich dafür tun? Haben Sie schon Erfahrungen als Dealer? Natürlich. Rainer! Hallo! Ein Stopp! Wartest du! Ey, Junge, du Opfer, piss dich doch von hier! Ich kann Ihnen 2 Millionen geben, wenn Sie wollen. Alarm! Er hat eine Waffe! Weiter. Weiter kenne ich ihn total nicht. Ja, ich schläg mich einfach. Ja gut, rein da, ne? So, Code 4, alles clear. Flucht! Ich habe ihn gewarnt. Sie werden verlegt in die Freiheit. Weiter. Nicht in meiner Stadt! Oh, das ist ja perfekt. Und MD hatten sie auch schon mal was, oder? Richtig. Alter, sie sind richtig begabt. Ich kann alles, ich bin ein Multitalent. Jo, also, Francisco Winkler. Mal bin ich Medic, mal bin ich PDler. Ich bin so ziemlich der beste Cop, den ihr jemals gesehen habt. Also wenn ihr mich einstellt, geht die Quote halt gegen null. Kann ich euch direkt sagen. Ich steck die alle ins SG, null Toleranz. Halt, stopp. Hände hoch, aussteigen oder ich taser dich. So, glaubst du wirklich, die halten an und steigen aus? Nein, direkt mit der Langwaffe draufrotzen. Weg mit dem Müll. Digga. Ja, okay, in der aktuellen Situation lass ich das mal so durchgehen. Stärken, wie schon gesagt, null Toleranz, ne? Ich gehe auf jeden Fall drauf. Jo. Schwächen gibt's keine. Ja, doch, tatsächlich, da gab's mal so eine Lady, die habe ich im Unicorn okay, so öfter besucht. Also ich würde sagen, ihr stellt mich jetzt einfach ein, dann gehen wir mich umziehen, dann zeigt ihr mir die Waffenkammer und dann kriege ich
in Dienstwagen, dann fahren wir zusammen Streife. Alles klärchen. Ich würde sagen, herzlich willkommen bei SPD. Eingestellt, sehr schön. Ach, ich weiß schon, wo die Waffenkammer ist, ne? Ich guck mal. Der ist selbstständig, Abfahrt. Ich zeig dir mal das Gegenflügel. Immer mit einem Kollegen oder einer anderen Streife. Die Herrin. Ach du Scheiße, nicht was? Auf der Straße stehen, ne? Nächstes Mal ist das für Blinde? Oder ist das nur bei mir so? Ich glaube, ich muss kurz schlafen gehen, ne? Aha, schon besser. Entschuldigung. Ach nein. Also nehmen Sie mal die Flossen hoch, wenn ich bitten darf. Wieso? Sie sind vorläufig festgenommen wegen Ahnsabmaßung. Sie haben eine Kniweste an. Tschüss. Bei der Einreise. Ja, so, einen von euch haben wir schon ausgerottet. Wer will noch? Wer ist der Nächste? Gibt's hier ein Problem, Sir? Kann ich Ihnen helfen? Ja, der mit der Schutzweste nervt. Würden Sie vielleicht die Waffe weglegen zuerst? Ja, können Sie mich abschütteln fahren? Ich muss gucken, ob jetzt noch mein Tesla da ist. Ja, können Sie mich mitnehmen? Ja, nehmen Sie mich schnell mit. Ja, doch. Dankeschön. Viel Spaß im Auto. Schönen Tag noch. Okay, tut mir leid. So, festgenommen, ja, festgenommen, selber schuld. Das war nicht mit Absicht. Der wollte gerade einen Wagen klauen. Na, hat doch schon frech gesagt, so, tschüss, nein, Kollege. Na, hör mal zu, na, hab ich gesagt. So, ich nehm's jetzt mit. Officer, was macht man jetzt? Dem seine Rechte vorlesen. Direkt nach der Festung. Richtig. In den nächsten 15 Minuten. Ja gut, dann warte ich jetzt 14 Minuten. Nein. Kennen Sie Ihre Rechte? Ja. Perfekt, gut, dann haben wir das erledigt. Sehr schön. Alles, was ich sagen kann, wird gegen wenn ihr... Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Ja, ich gebe Ihnen nur 10 Monate, passt schon. Ja, ich gebe Ihnen 20. Na, dürfen Sie nicht. Klar darf ich das. Na, ich gebe Ihnen 25. Na, das dürfen Sie nicht. Was sind Sie für ein Scheiß-Korb? No front? Das soll keine Beleidigung sein, aber ich kriege 10 Monate. Wie normal. Gut, jetzt haben wir schon 30 draus gemacht. Hä? Bist du blöd oder so? 35. Ja, komm, halt's Maul, Digga. 40. Halt's Maul. 50. Halt's Maul. 120. Halt's Maul. 150. Digga, mach nicht so schnell. Ja, ich hab nicht mal 50 Mal schon Halt's Maul gesagt. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis ich die Zellen gefunden hab, ne? Du Jude. Stopp. Nein, nicht so. So nicht. Wie warst du? Wie lang soll der? 150. Na, ich hab nur Halt's Maul gesagt. Und was hast du noch gesagt? Und einmal du Jude? Richtig, was hast du noch gemacht? Ja, eigentlich wollte er nur ein Auto klauen, so. Dann hat er angefangen mit Halt's Maul. Hat der Rassismus, Ja, hat er. Na, warte. Wenn du ihn einsperren bist, musst du zum SG. Hä, mir wurde gesagt, ich kann ihn auch hier in eine Zelle stecken. Der muss halt in 8 Minuten wiederkommen. Ja, kein Problem, mach ich. Na? Mach ich nicht. Mach ich auf gar keinen Fall. Na? Kommst dann einfach nochmal irgendwann drunter und wenn er nicht mehr drin ist, gehst du schlafen und dann hat er Pech gehabt. Fertig. Wird gemacht. Na? Was? Ja, für das J-Wort. Na? Ja, was soll das denn? So, Pistole wird konfisziert. Ah, einmal Koks haben sie dabei. Ui. Na, das ist eine Tageslohnung ab. Koks haben sie dabei. Uiuiui. Tageslohnung. Kleiner Drecksack. Nächstes Mal bist du nicht so frech. Tschüss, viel Spaß noch. Na, das können sie nicht machen. Na, kleiner Zipfelklatscher, na. Können sie nicht machen mit mir, na. Ein weiterer Fall gelöst. Der Typ, der wird da jetzt 80 Minuten sitzen und der denkt wirklich, ich komm wieder. Nö, ich komm nicht wieder. Einmal bitte aussteigen. Dankeschön. Der schon wieder. Ja, einmal bitte auf den Parkplatz vorne fahren, ja? Jetzt machen wir das wirklich. So, einmal bitte mitkommen. Hier rüber bitte laufen, Hände nach oben. So, was haben sie? Booster und Complex. Ey, sie können mich doch nicht jetzt so stehen lassen, bitte. Tschüss. Bitte. Ich kann den nicht so stehen lassen, komm. Das ist gemein, das kann ich nicht machen. Ich küsse ihr Herz. Hat sich der Film war doch gelohnt. Ich stelle sie nur ein bisschen weiter weg vom Auto. Ah, nee, komm, jetzt wirklich. Was soll denn das? Bitte nicht. Ey, bitte. So. Ach, Mann. Moin. Moin. Einmal die 4 und Marlboro Gold für 10, bitte. Gerne, aber ich kann mich gerade nicht bewegen, falls ihr mir... Kein Problem, ich kann warten. Wird's jetzt was? Krieg ich jetzt meine Kippen oder? Nein. Gut, dann tschüss. Ciao. Funkcheck? Ja. Garage 2 von 2 Mirror Park, der die Tankstelle, die da ist, der Laden. Was ist mit dem? Ja, da hat gerade so ein weißer Zivi in einem weißen Hemd jemand umgerotzt und jetzt versucht er da irgendwie den Laden auszurauben. Keine Ahnung, was er vorhat. Ja, ich kann Trainingbetten abschicken. Jo, danke. Selber schuld. Also, hätte er mir meine Kippen gegeben, dann wären wir jetzt nicht hier.
Ist das der Eismann? Hey, 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 stopp, 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 das ist meiner. Finger weg. Nein, 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 nein. Ich gehe nur mal kurz zur Tankstelle meines Vertrauens. Ich kenne da den Kassierer, deswegen. Ich kann Ihnen helfen tatsächlich. Dafür müsste ich Ihnen einmal die Handfesseln anlegen. Nein, alles gut, ich tue Ihnen nichts. Und die Herren hier haben ein Auto. Oh, nee, ne? Hallo, das ist ein Thomas Civic-Teil. Super, tschüssi. Warte. Ja, komm, steig an. Why are you running? Steig ein jetzt! Wir gehen auf große Fahrt, Vollgas beim Raketenstart. Aber na gut, du musst schon. Wo liegt das Problem? Steig doch einfach ein. Raub im Gange bei... Oh, oh. So, ich weiß, wie das ausgehen wird. Ich kenne diese Situation. Sie enden immer auf dieselbe Art. Die Geiseln... Ja, pick doch jetzt und irgendwann jetzt Geld hoch. Die haben gar keine Geisel. Ich sage euch, was gleich passieren wird. Wir werden nochmal fragen. Zeigen Sie uns bitte die Geisel. Wir werden die Geisel nicht zu sehen bekommen. Und dann rotzen wir da rein. Genau so. Ich bitte euch sofort aus dem Laden rauszukommen mit erhobenen Händen. Das ist doch kein, das ist doch keine Mann, Kraft. War das demotiviert. Ein paar Sekunden später. Das war eine dumme Idee. So. Ach so, wo sind die Geiseln? Auf dem Boden und Hände in deinem Kopf. Oh, nimm die fest. Das war eine scheiß Idee. Nur Juwelen, wir haben nur an Juwelen gedacht. Macht ihr das hier zum ersten Mal? Juwelier ist 80.000 Dollar. Dann zieh noch dazu. Nee. Ja doch. Falsch parken ist hier nicht. Apo? 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 Apo, stopp jetzt! Apo! Ach, verdammt nochmal. Ich kann nicht treffen. Jetzt reicht's. Jojo, sorry, ich bin weg. Der Taser geht halt nur 3 Meter, ne? So, reicht jetzt. Hallo, hallo, Sie können den nicht ohne Musik abschleppen. Das geht so nicht. Das ist illegal. Ey, das ist mein Papa-Wagen. Du bist gar nicht der beste Abschleppdienst der Welt. Doch, bin ich. Du bist ein Betrüger. Ein gottverdammter Betrüger. Ein Nevermind. Du bist kein Heuchler. Diese Ampel ist rot. Einmal rechts ranfahren. Einmal rechts ranfahren, bitte. Die Ampel ist auch rot. Wenn du da drüber fährst, schieße ich. Okay. Hey, hallo. Die Ampeln sind rot. Boah, ich habe irgendwie Kopfschmerzen auf einmal. Ui, ui. Boah, ist nicht gut. Gibt's eigentlich eine Altersbegrenzung bei euch in eurem Club oder kann da jeder rein? Du kommst ganz sicher nicht in die Gang. Ach, guck mal da vorne, da ist deine Mom. Miguel, schieß.